This Funny Home backt heute tolle Sachen. This Funny Home lädt dich dazu ein. This Funny Home backt sich in unsere Herzen und gibt dir Sonnen, Sonnenschein. Ob Cupcakes, Kekse, Kuchen, Bonbon, Torte oder Bonbon. Ja, all die schönen Sachen macht uns heute unsere Miss Funny Home. Hallo, ihr Lieben, jetzt eure Miss Funny Home. Oh, ich liebe diesen Jingle. Das ist so cool, dass er mir geschrieben wurde. Ich hoffe, ich kriege demnächst auch noch einen anderen schönen Jingle, aber ist egal. Ich habe hier gebacken das Wunderrezept mit Kirschbananensaft und gefüllt mit einer Stracciatella-Creme, eingedeckt mit einer weißen Frischkäsecreme. Und jetzt habe ich mir einfach nur schwarzen Fondant ausgerollt. Das wird jetzt eine Kurzanleitung für eine 3-Fragezeichen-Torte für meine Freundin Diana. Hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Diana, war sehr schön bei euch. Ja, und jetzt zeige ich euch hier einfach in so einem Schnelldurchlauf, wie ich das kurz mache. Also ich decke die Torte ein mit schwarzem Fondant. Ich habe, wie gesagt, Frischkäsecreme, den könnte ich euch nochmal verlinken. Die habe ich euch schon gezeigt, die schmeckt total lecker. Weiße Schokolade mit Frischkäse und Butter. Jetzt schaut mal, habe ich hier so eine blöden Luftblasen raufbekommen, weil ich das irgendwie nicht so gut raufgemacht habe. Dann nehme ich mir einfach eine Nadel, piekse die so seitlich ein, dass kein Loch von oben kommt und drücke dann die Luft raus und bearbeite alles nochmal. Ganz wichtig, weil das kann euch immer wieder passieren, dass ihr irgendwo kleine Luftblasen habt. Schon beim Ausrollen kann euch das passieren. Also einfach schön eine kleine Nadel nehmen und aufpieksen. So, dann habe ich mir die Vorlage für die 3 Fragezeichen genommen und ausgedruckt und geguckt, ob sie von der Größe her passend sind. Und schneide mir das jetzt erstmal aus, um das nachher mit dem Fondant auszuschnippeln. Ich habe ganz normalen Fondant genommen, weil es jetzt nicht irgendwie große Anforderungen sind daran. Ihr könntet den auch noch kurz 10 Minuten liegen lassen, umso besser geht er zu schneiden, weil dann zieht er sich nicht so. Ich habe es jetzt mit einem normalen Messer gemacht, man kann das auch mit einem Rädchen machen oder was auch immer. Wie gesagt, es ist gut, wenn er 10 Minuten lag, dann dehnt er sich nicht so komisch und zieht sich nicht so. Ja, so schneide ich einfach meine 3 Fragezeichen in 3 Farben aus. Und da meiner nicht so lange lag, ich hatte nicht so viel Zeit, ich musste jetzt gleich los, eine Stunde später, hat er sich bei mir ein bisschen verzogen, wenn ich ihn bewegt habe und musste ich alles nacharbeiten. Ist uns aber nicht so der Fall. Jetzt habe ich noch Buchstaben ausgestempelt, und zwar Happy Birthday, und zwar auch in Rot, Weiß, Blau, genau wie die 3 Fragezeichen-Farben, habe ich mir das auch überlegt, wie ich das immer abwechselnd mache. Mache jetzt hier in Rot das nächste Fragezeichen und auch gleich die nächsten Buchstaben. Und zwar habe ich die Buchstaben immer weiß, rot, blau abgewechselt. Und die Fragezeichen seht ihr ja mit dem Messer ausgeschnitten. Also ich habe so ein Lieblingsmesser, aber es kommt immer darauf an, was man so hat. Jetzt gehe ich da runter und gucke, wie ich das Fragezeichen ausgeschnitten habe und forme mir das auch nochmal kurz nach, gucke, ob das die gleiche Größe wie das andere Fragezeichen hat. Eine wirklich sehr einfache Sache, so eine leichte Motivtorte mit einem 2D-Symbol. Also wirken zwischendurch ganz toll. Ihr solltet euch eher mehr Gedanken machen, was ihr für eine tolle Torte schenkt, als weil es geht so oft, gehen so schöne, einfache, schnelle 2D-Torten mit einem tollen Motiv, mit einem tollen Bringer für den Beschenkten. Da braucht man gar nicht große Special-Torten machen. Also die war lecker gefüllt, kam gut an. Wie gesagt, das war so eine Kirschbanane mit Stracciatella-Creme gefüllt. Ich versuche euch mal das Rezept noch zu verlinken, vielleicht auf meiner Facebook-Seite, wie auch immer. Ich schaffe das im Moment nicht so. Ich habe ja meine 5 Kiddies und meine Arbeit und mache das immer so eher irgendwie sporadisch, wenn ich so Zeit habe. Und dieses Videoschneiden nimmt auch unglaublich viel Zeit in Anspruch. Dementsprechend seid nicht böse, wenn ich immer nicht so viel zwischendurch schaffe. Jetzt schneide ich wieder, stempel ich wieder ein paar Buchstaben aus. Aber schickt mir eure Wünsche und eure Sachen, die ihr gerne haben wollt. Jetzt seht ihr, ich platziere die erstmal rauf auf die Torte, wie ich sie haben möchte, die Fragezeichen. Ihr könnt sie entweder mit echtem Kleber oder auch nur mit abgekochtem Wasser aufkleben. Viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachmachen. Tschüss, eure Miss Funny Home. This Funny Home backt heute tolle Sachen. This Funny Home lädt dich dazu ein. This Funny Home backt sich in unsere Herzen und gibt dir Sonnen, Sonnenschein. Ob Cupcakes, Kekse, Kuchen, Bonbon, Torte oder Bonbon. Ja, all die schönen Sachen macht uns heut unsere Miss Funny Home.